fehlende Sensibilisierung für Wahrnehmungsunterschiede führen häufig zu unnötigen Missverständnissen. Trainings helfen, die Zusammenarbeit heterogener Teams erfolgreich zu gestalten. In diesem Video wollen wir uns angucken, wie Sie als Trainer die Teilnehmer für Perspektivenvielfalt sensibilisieren können. Hierbei ist es wichtig, darauf zu achten, dass keine Stereotype gefördert werden, denn Stereotype sind starke Vereinfachungen der Umwelt, die zu Fehleinschätzungen führen können. Zudem sind Stereotype änderungsresistent und Menschen verwenden sie häufig, um sich von anderen abzugrenzen. Das kann interkulturellen Austausch behindern. Wir möchten zeigen, wie eine Sensibilisierung auch ohne Verwendung von Stereotypen funktioniert. Und das ist nicht alles. Wir stellen eine Übung vor, in welcher die Teilnehmer ihre Unterschiede und Gemeinsamkeiten reflektieren. Dabei sollen sie erkennen, wie sie diese in Form von Synergien positiv nutzen können. Also, es geht um Sensibilisierung ohne Stereotypisierung. Ein herausfordernder Spagat. Um diesen zu meistern, ist es ratsam, folgende vier Dinge bei Trainings zu beachten. Als Trainer sollten Sie niemals Stereotype kommunizieren, auch nicht beispielhaft, um sie danach zu negieren. Warum? Sie als Trainer haben eine stark realitätsvermittelnde und bildende Funktion. Das heißt, wenn Sie einen Stereotyp formulieren, dann setzt sich dieses Bild in die Köpfe der Teilnehmer. Studien und Übungen, die Ergebnisse von der Mikroebene generalisierend auf die Makroebene übertragen oder umgekehrt, sollten vermieden werden. Aber was ist mit Mikro- und Makroebene gemeint? Also, in der Makroperspektive wird stark herausgezoomt, um die Kultur beispielsweise anhand von Kulturdimensionen komplexitätsreduzierend zu beleuchten. Das schafft Orientierung für die Trainingsteilnehmer. Diese Makroperspektive ist allerdings stark generalisierend, verleitet zur Homogenisierung und somit zur Stereotypisierung. Um der Heterogenität innerhalb einer Kultur Rechnung zu tragen, ist es wichtig, auch heranzuzoomen bis hin zu der spezifischen Mikroperspektive. Diese schaut sich Einzelfälle innerhalb einer Kultur an und kann so intrakulturelle Vielfalt verdeutlichen. Makro- und Mikroperspektive, beides ist wichtig, um Teilnehmern Orientierungshilfe bezüglich einer Kultur zu vermitteln. Das heißt, im Training sollten abwechselnd Übungen zu beiden Perspektiven durchgeführt werden. Die Perspektivenvielfalt und Perspektivdifferenzen sollten deutlich gemacht werden. Das Bewusstwerden für verschiedene Blickwinkel, egal ob es um Selbst- und Fremdbild oder Betrachtung aus der Nähe oder Ferne geht, vermeidet Stereotypenbildung. Die Teilnehmer sollen in interaktiven und kollaborativen Trainingsmethoden die Trainingsinhalte selbst erarbeiten und so zur Reflexion angeregt werden. Und warum nicht distributiv? Distributive Methoden scheinen meist absolute Wahrheiten zu verbreiten. Nehmen wir Abstand davon, als Kulturkonstrukteure zu fungieren und durch das Verbreiten von Metabildstandards zur Verstärkung von Stereotypen beizutragen. Nun wollen wir uns eine mikroperspektivische interkulturelle Übung angucken, die die erläuterten Empfehlungen umsetzt. Der Perspektivenspiegel hat folgende Ziele: Selbstreflexion in spezifischen Handlungsfeldern, Sensibilisierung für Perspektivenvielfalt und Perspektivdifferenzen, Synergiebildung in der Gruppe und Ableitung von spezifischen Handlungsimplikationen, also bessere Verständigung und Zusammenarbeit in heterogenen Kontexten. Um die Übung Perspektivenspiegel umsetzen zu können, gibt es einige Voraussetzungen. Man nehme eine heterogene Trainingsgruppe, die sich in einem spezifischen Handlungsfeld wie zum Beispiel Büro oder Uni bewegt und gerne ihre Zusammenarbeit verbessern möchte. Ich bin Felina. Natalia. Ich heiße Sergei. Katrin aus Spruckhöfe. Vladivostok. Bin in Spanien groß geworden. Ukraine. Bin 23. 34. Ich reise gerne. Reisen. Ich studiere Slavistik. Medien- und Kulturwissenschaften. Dolmetschen. Ich habe Psychologie in Mannheim studiert. Und jetzt studieren wir gemeinsam interkulturelle Wirtschaftskommunikation. Einen spontanen und flexibel reagierenden Trainer. In seiner Moderatorenrolle muss er aus den Ergebnissen Sinn schöpfen können, ohne in Kategoriebildung zu verfallen. Und ein großes Flipchart-Papier, vorbereitete Fragezettel sowie ausreichend Stifte. Die Teilnehmer erstellen zuerst ein Selbst-, Meta- und Fremdbild. So wird für das Bestehen von Unterschieden und Wahrnehmungsunterschieden sensibilisiert. Jeder beantwortet in Stichpunkten für sich die Frage:
Ich bin fleißig, arbeitsam und pünktlich. In der Gruppenarbeit nehme ich eher eine zurückhaltende Position ein. Ich bin zuverlässig, von Anfang bis zum Ende immer hoch engagiert. Aber ich verkünste mich leider auch ganz schön oft. Jetzt schreibt jeder Stichpunkte zu den Fragen. So, die anderen denken, dass ich keinen großen Beitrag zu der Gruppenarbeit leiste, dass ich eher aussitze und das Ergebnis abwarte. Aber immerhin denken die anderen, dass ich die Gruppenarbeit mit meinen sehr wertvollen Details bereichere. Außerdem gibt es auf mich immer Verlass. Ich denke, dass die anderen mich auch als zuverlässig wahrnehmen und als produktiv. Ich glaube, dass ich dominant wirken kann. Ich bin häufig auch der Ansprechpartner von anderen. Mit diesem Denkanstoß haben wir die Studenten dazu gebracht, ihre Vorstellung darüber, was andere für ein Bild oder Eindruck von ihnen haben, abzurufen. Jetzt wird es spannend. Nun werden von jedem Teilnehmer zu folgenden Fragen Notizen gemacht. Sergei. Ruhig, ziemlich kreativ. Manchmal hat man auch das Gefühl, er ist nicht ganz bei der Sache oder er kommt mal zu spät. Verstehe. Dafür aber mit wertvollen Ergänzungen. Was ich zu Feline denke, sie wirkt sehr freundlich. Man hat das Gefühl, man kann sich an sie wenden. Hat aber auch Anspruch an die Arbeit. Übernimmt nicht unbedingt die Führungsrolle. Zuverlässig. Sehr fleißig. Übrigens, je nach Größe der Trainingsgruppe ist es clever aufzuteilen oder auszulosen, wer zu wem Stellung nimmt. Sonst gibt es zu viel Auswertungsstoff. Nun ist es vorbei mit dem Arbeiten für sich und die Stichpunkte kommen zum Einsatz. Der Trainer fordert die Studenten auf, ihr Fremdbild zu einem ausgesuchten Teilnehmer zu beschreiben. So erfahren die IWKler, wie sie tatsächlich von anderen wahrgenommen werden. Danach soll der zuvor beschriebene Student sein Selbst- und Metabild vorstellen. Der Trainer moderiert das Gespräch nicht nur in Form von Koordination der Redebeiträge. Nein, seine Aufgaben sind: Also meint er wirklich, dass ich unpünktlich bin? Ja, also Sergej, wenn du immer, wenn wir 12 sagen, dann 10 nach 12 kommst, das ist für mich schon unpünktlich, ja. Ja. Also sind wir uns darüber eigentlich, dass Sergej ziemlich kreativ ist, aber selten die Initiative von alleine ergreift, oder? Sehr ruhig. Vielleicht wäre die Lösung, dass wir Sergej eine bestimmte Aufgabe erteilen und die er dann aber auch eventuell perfekt löst. Ja, das ist echt interessant. Ich habe echt gedacht, oder ich habe mir auch Gedanken gemacht, ob ich vielleicht in der Gruppenarbeit ein bisschen zu dominant war, dass ich euch nicht so viel Freiraum habe. Nee, du wirst immer zulässt, alle ausgehen eigentlich. Also Initiative greifst du, aber dominant bist du nicht. Ich würde es sehr schön finden, wenn Feline den gesamten Überblick über die ganze Arbeit haben wird. Und wenn ich dann von ihr konkrete Aufgabenstellen bekommen würde, die ich dann ja später perfekt lösen könnte. Betrachten wir die Übung nun mit kritischem Auge. Was sind die Nachteile? Wo können bei der Umsetzung Schwierigkeiten auftreten? Was ist bei der Durchführung zu beachten? Wir sind auf der Mikroebene. Das kann bei den Teilnehmern den Eindruck hinterlassen, sie hätten nichts gelernt. Hier ist es am Trainer, deutlich zu machen, wie bewusstes Wahrnehmen von Differenzen positiv genutzt werden kann. Zudem sollte das Training durch makroperspektivische Übungen ergänzt werden. Die Teilnehmer müssen ein Handlungsfeld teilen. Zudem sollten sie sich bereits aus vorheriger Zusammenarbeit kennen, sonst können sie keine hinreichende Einschätzung voneinander abgeben. Arbeiten die Teilnehmer im Alltag nicht zusammen, ist es also zu empfehlen, diese Übung erst am Ende des Trainings durchzuführen, wenn die Teilnehmer sich bereits kennengelernt und miteinander interagiert haben. Es muss ein passendes Klima für motivierte Mitarbeit vorherrschen, in dem jeder sich traut zu äußern, was er denkt und nicht beispielsweise das Fremdbild an das vorgestellte Selbstbild anpasst und umgekehrt. Der Abgleich zwischen den verschiedenen Bildern birgt Konfliktpotenzial zwischen den Teilnehmern. Auch hier liegt es am Trainer, dieses nötigenfalls in positive Bahnen umzulenken und Eskalation zu vermeiden.
Die entsprechenden Fragen müssen jedes Mal neu vom Trainer sorgfältig auf die Gruppe und ihren Kontext abgestimmt werden. Es wird deutlich, es braucht einen kompetenten Trainer, der flexibel mit allen möglichen entstehenden Situationen umgehen kann. Und die Ergebnisse sind, wenn überhaupt, nur schwer auf weitere Trainings oder andere Situationen übertragbar. Also, die Durchführung vom Perspektivenspiegel im Training mit einem kompetenten Trainer schafft Verständnis für bestehende Differenzen und Wahrnehmungsunterschiede. So können Missverständnisse und Unsicherheiten in interkulturellen Situationen vermieden werden. Außerdem wird in der Praxis deutlich, wie gemeinsame aktive Reflexion helfen kann, Synergien in solchen interkulturellen Kontexten zu schaffen und Teamarbeit zu verbessern. Die Entwicklung der Übung basiert auf den 4 vorgestellten Thesen. Wir halten es für sinnvoll, bei der Verwendung jeglichen Übungsmaterials die Übung auf diese zu testen. Das dient der Qualitätssicherung. In diesem Sinne, auf die Plätze, fertig, los! Wir sind ein Team!